Das war so ein krasses Thema. Kitty Cat, Kitty Cat, wer ist diese Kitty Cat? Keiner wusste, wer ich bin. Beziehungsweise kannten die ja meine Songs teilweise, aber nicht das Gesicht. Ich bin Kitty Cat, bin in Berlin geboren, bin mal kurz nach Augsburg gezogen und dort aufgewachsen. Und ich bin Künstlerin, Rapperin, Songwriterin, Produzentin. Ich wohne heute in Berlin-Spandau. Spandau ist für mich wirklich wie eine Kleinstadt mitten in Berlin. Es ist eine eigene kleine Welt, eine eigene kleine Atmosphäre, ganz viel Wasser. Und ich liebe das einfach dort. Die Leute Berliner noch richtig krass. Ich war sehr ruhig, dann hatte aber immer schon so meine künstlerische Seite. Weil meine Mutter abends Besuch bekommen hat zum Essen, dann war klar, dass ich mich irgendwie verkleide und schminke und denen irgendwas vortrage. Hab irgendwie getanzt und gesungen und irgendwie halt den Entertainer gespielt. Ich war in der Grundschule befreundet mit einem Mädchen, sie ist halb Amerikanerin. Und ihr Vater ist so ein 2-Meter-Typ, dunkelhäutig, Goldzähne und hat halt diesen typischen Louisiana-Ami-Slang, so, der sehr country ist. Das war wie schon mein Papa auch. Und durch George haben wir natürlich Ami-Sound mitbekommen, richtig mit real Gangster-Shit. Da kam gleich so ein Feeling einfach auf, wo ich wusste so, pff, das ist einfach meine Welt. Für mich war klar, ich werde Rapperin und ich war total Ami-Rap-süchtig. Das Deutschland-Ding war immer nicht so real für mich. Meine Vorbilder waren unter anderem Missy Elliott. Missy Elliott singt I don't want no one minute, man. Aber wenn ich das dann auf so Deutsch mache und so, dann hieß es halt oft schnell mal, oh, was macht die da und so. Aber ich fand es einfach krass, dass die so stark immer gewirkt haben. Die haben einfach so gewirkt, als wenn denen keiner was kann. Und deswegen habe ich mir natürlich schon immer das Recht genommen, wie ein Mann zu quatschen zu dürfen und auch das Vokabular, also ganz genau alles gleich machen zu dürfen. Ich bin mit 21 zurück nach Berlin gekommen und ja, im Endeffekt war ich dann die erste Deutschrapperin auf dem Label Agro Berlin. Agro Berlin hat Sido eine Maske verpasst und bei mir haben sie sich einfach gedacht, ach, die verstecken wir erstmal ganz. Die macht ja auch, singt ja auch viel über Sex und dies und das. Und dann wollten die, glaube ich, einfach, dass die Jungs da draußen so eine Traumvorstellung haben von so einer Pamela Anderson wahrscheinlich so. Das war eben alles eine Marketingstrategie. Wenn meine Texte sehr dreckig waren, war mein Outfit trotzdem Hip-Hop. Jogginghose, T-Shirt und Sneakers. Ich wollte jetzt nicht als Sexbombe dastehen. Das war einerseits eine sehr tolle Zeit, weil ich endlich Songs veröffentlichen konnte. Aber zu denken, ich kann mich nicht zeigen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also das war für mich schlimm, 3 Jahre nicht Auftritte haben zu können. Da habe ich natürlich auch einen sehr großen finanziellen Schaden von. Ab und zu durfte ich mit auf Konzerte. Dann wurde ich von den Securities oder den Leuten backstage wie so eine Groupie-Ho behandelt, weil natürlich keiner wusste, was will die Alte hier. Ich werde nie vergessen, wie auf dem Videodreh jemand so, ne, zu mir kam und meinte, hier, komm mal mit, tanz mal jetzt. Und ich hätte am liebsten jeden angeschrien und gesagt, ich bin Kitty Cat. Ich wette, wär ich ein Typ, wärst du jetzt nicht so frech. Wär ich ein Typ, ja, dann wärst du jetzt nett. Der Moment, an dem ich mich gezeigt habe, den habe ich selber festgelegt. Ich bin einfach beim Sido-Konzert. Mit Sido und so weiter ist natürlich abgesprochen, aber bin ich dann mit meiner Katzenmaske auf die Bühne. Obwohl ich hätte riesen Ärger bekommen können, aber ich glaube, die waren dann auch am Punkt, wo sie gemerkt haben, wir können ihn nicht mehr verstecken. Und mein Ding hat komplett dann gestartet. Und das, was gerade so im Deutschrap passiert mit den Frauen, feiere ich zu Tode. Juju, Nura, Lumara, da gibt es ja so viele, die irgendwie was zu sagen haben. Ich nenne es ja immer so Evolution einfach auch im Frauenrap, dass wir einfach das alles noch lange nicht abgeschlossen haben. Da geht es noch lange weiter, wenn eben andere Mädels auch über Sex rappen und sich alle immer noch so aufregen, merkt man eben, das ist noch nicht alles auf Gleichberechtigung. So, wir werden noch sehr, sehr viel aneinander geraten mit Leuten, die vielleicht da keinen Fan von sind. Aber ich sag immer weitermachen. Das wird einfach nur immer mehr Freiheit für uns Frauen im Endeffekt geben, wenn wir stark sind, zusammenhalten und uns nicht unterkriegen lassen und einfach die Meinung sagen.
Ja, und jetzt Kitty Cat, wenn euch meine Folge gefallen hat von Germania, dann abonniert den Kanal für ganz viele weitere Folgen mit coolen Künstlern. Checkt es aus. Peace.